Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Bulletstorm Full Clip Edition. Es gab leider einen ganz kleinen Cutting-Fehler. Es fehlen 3 Minuten ungefähr, aber es geht fröhlich weiter mit viel Ballerei und viel Treten. Viel Spaß. Persönliche Hasenpfote, ich glaube nicht. Hier scheint nicht nur die Sonne, sondern ein ganzer Regenbogen mit Glücksklee aus dem Hintern. Halt die Klappe, na los, zum anderen Ausgang. Anderer Ausgang. Oh Mama. Kann man klettern? X. Uff. Uff. Können wir den direkt... Meine Güte. Die fressen schon ein paar Kugeln. Was für eine beschissene Art, den Nachmittag zu verbringen. Boah, mit dem Schrein. Das ist ja für unseren Absturz ja ein echtes Paradies ausgesucht. Und tschüss. Wow. Ich komme nicht so ganz mit dem Sprinten. Da muss ich mich dran gewöhnen auf X. Wir haben Probleme mit ein paar einheimischen Wilden, Doc. Wir killen sie schon so schnell wie es geht. Noch schneller, du Idiot. Bring den Job zu Ende. Ah, das sieht gut aus. Ja, moin, da ist der Raumschiff. Uff. Zieht die alle mit. Toll, da fühlt sich Eji bestimmt gleich viel besser. Dein Job, blick hier oben und was schnell. Und tschüss. Was haben wir hier? Die haben keine Panzerung, ne? Aber die fressen schon gut. Ich habe keine Muni-Anzeige. Wo habe ich neue Waffen? Nee. Das hat neue Waffen? Nein. Das ist die gleiche. Einer aus Serranos neuem Squad. Der Clown? Jau, die Peitsche. Uff. Jau. Ja, das war's. Final Echo. Ich dachte schon, jetzt gibt's so einen kleinen Zwischengegner-Bosskampf. Ich hab's anders vorgestellt, oder? Die Gerüchte sind wahr. Final Echo setzt tatsächlich Peitschen ein. Ich dachte, instinktgedämpfte Waffen seien illegal. Meine Peitsche. Verflucht. Ich kann fühlen, wie das Ding mit mir redet. Ganz toll. Verschmolzen. Ich freue mich echt für dich. Und jetzt mach dich nützlich und reiß den Deckel von dieser Büchse auf. Energiepeitsche aktiv. Zack. Verdammt heiß. Schnapp dir eine der Fusionszellen. Was? Echt? Danke, dass du mich Schwachkopf daran erinnerst, warum wir eigentlich hier draußen... Was mich ein bisschen stört, ist, dass man nicht springen kann. Das ist irgendwie... Nur eine Peitsche und man kann treten, das ist schon mal sehr geil. Uff. Hoch da. Komm. Nicer. Planet. Miau. Ein Psychopathen-Smoothie. Hoch mit dem Arsch und die Beine in die Hand. Wir müssen los. Miau. Uff, komm ran! Alter! Stachen zu fallen, ja. Kann ich den Rest machen? Stehst wohl auf Peitschen. Ja. Ja.
Diese Spielmechanik ist wunderschön. Klar, jetzt ballern schön und gut, aber man muss auch mal treten können. Und die Gegner fliegen dann in Zeitlupe weg. Das braucht man einfach manchmal. Ab ins Feuer mit dir. Wird recht weit gefußt, aber kurz in Deckung. Komm ran. Dafür, dass sie nichts anhaben, ne? Halten die schon ein paar Schüsse aus. Da wird getreten. Blutkonserven sind alle. Noch eine Minute, dann ist er erledigt. Habt ihr gehört? Ja, wir sind da. Sie sind ja hier, entspann dich. Sie hat echt Glück, dass ich ihn mag. Es gibt nicht viele, für die ich das hier tun würde. Das stimmt. Dann kriegt ihn wieder hin, Rel. Du wirst schon sehen. Bin ich jetzt falsch? Ich bin falsch. Nein! Hier. Beeilung! Sieh sie an! Und jetzt raus hier! Ich muss 1 Million Neurotransmitter Bio schweißen, Idioten! Okay. Mal gucken. Sterilisation. Und das werden sie schon fast halten. Beeil dich, Doc. Wir kriegen Besuch. Oh, Gerümpel. Doc! Hinter dir. Sie sind weg! Nein. Boss, sie kommen durch die Lüftungsschächte. Ishii braucht unsere Hilfe. Komm schon. Ja. Her hier, Freaks. Gib mir was, wofür es sich zu sterben lohnt. Kommen wir da rein? Immer noch nicht? Nein. Ups. Na los, zeigt mal, was ihr drauf habt, ihr verdammten Wilden. System überlassen. Oh. Geht ab. Explosion ohne Ende. Kick in Zeitlupe. Finde ich gut. You don't live! You don't live! Muss auch sagen, schade, dass da nicht irgendwie ein zweiter Teil rauskommt. Ist cool, dass sie es remastert haben, auf jeden Fall. Das kann man ruhig mal zocken. You don't live! You don't live! Oh. You nothing! Great! Die Zeit mit dir hat Spaß gemacht. Schieß mich! Was kommt jetzt? Tu es! Uff. Explosionen ohne Ende. Ich muss sagen, ich bin eher so der Multiplayer-Gamer. Aber hin und wieder so einen guten Singleplayer kann man sich gerne mal geben. Hilf mir, bitte. Terminator. Schmerz. Ishii. Gott sei Dank, du lebst. Das ist irrelevant. Bitte. Da hat er überlebt als einziger. Was geschieht? Hör mir zu, Ishii. Du wurdest bei dem Angriff verletzt. Doc musste dein Gehirn mit dem Bioprozessor des Roboters flicken. Du musst dich noch daran gewöhnen. Es ist wie eine Amputation. Ich helfe dir. Du? Du willst mir helfen? Ich kann mir nicht vorstellen, wie du mir helfen könntest. Dein trunkener Rachedurst hat gerade unsere Crew getötet. Es... Tut mir leid. Es tut dir leid. Hat er recht? Tut dir leid? Ishii, hör mir zu. Überlass dem Bioprozessor nicht die Kontrolle. Das darfst du nicht zulassen. Ich werde dich töten, Gray. Kein logischer Grund spricht dagegen. Das ist eine Final Echo Instinct-Peitsche. Der Kommunikationskanal. Öffne ihn. Schalt das Mikro ab. Wiederhole. Alle Final Echo-Überlebenden Positionen melden.
Eska, hier ist Serrano. Ich bin am Leben. Häng oh, da... verdammten Hoteldach fest. Lebt er noch? Deinen hübschen Hintern. Einheimische sammeln sich hier und ich sitze in der Klemme. Alle anderen Echo-Überlebenden auf Tracker umschalten. Meine Position. Ich mache mich auf den Weg zum General. Serrano. Auf zu Serrano. Das ändert die Lage, Ishii. Selbst wenn du diesen Hurensohn nicht umbringen willst, Uff. Werden seinetwegen bald Rettungsschiffe hier auftauchen. Berechne jetzt mal unsere Überlebenschance. Kannst du sie aufspüren? Ja, hab sie. Wir finden die kleine. Ja, schade, ich dachte, der berechnet jetzt. Wir brauchen den General, um hier wegzukommen. Ihn zu töten ist kontraproduktiv. Ich weiß ja, wie dringend du mir helfen willst. Klar, natürlich. Ich wollte ihn auch gar nicht töten. Na. Wir finden ihn und bringen dich hier weg. Ich kenne ein paar Biotechniker, die dich wieder hinkriegen, Ishii. Ich schwöre es bei meiner Mutter. Wenn ich sterbe, stirbt auch deine letzte Hoffnung auf Erlösung. Vermutlich. Na, vermutlich. Wobei, ich habe eine Peitsche. Die Zelle des Kampfbots ist schwach. Wenn ich sie nicht in 30 Minuten auflade, bin ich tot. Diese Freaks, die uns angegriffen haben, südöstlich von hier ist eine große Gruppe. Da müssten Energiezellen sein. Dann folge ich dir. Ein letztes Mal. Ah, wer weiß. Dann würde ich sagen... Sei vorsichtig. In den Trümmern sind viele explosive Komponenten. Schon klar. Gut, Explosionen sind gut. Ich würde aber sagen, an der Stelle ist die Folge zu Ende. Und wir machen dann nächstes Mal weiter. Auf zu Serrano. Der Freund mit dem Schinken. Würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal gerne wieder einschaltet. Ich bin Grope. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.